herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Michael Amira ist mal wieder bei mir. Wir haben uns lange nicht gesehen, auch schon fast wieder. Ein Jahr. Fast ein Jahr. Seitdem ist viel passiert oder ja. Es tut sich viel und da lass uns drüber reden. Und du bist, glaube ich, auch, du hast erzählt, du hast ein neues Buch oder schreibst dran. Es ist gerade fertiggestellt und wird Ende des Monats erscheinen. Und da geht es um Seelen. Seelen geführt. Also es ist ein, so ein, das fünfte Buch, das ist wie ein Abschluss jetzt von einem Thema. Es geht ja um die Rückverbindung mit der eigenen Seele. So hat es im ersten Buch begonnen. Ja. Die Religio, die Rückverbindung, die kymische Hochzeit, sich. Es ging ja nie darum, eine äußere Religion zu finden, sondern die Religion im Inneren, dass jeder Mensch sich selbst in seinem Inneren wieder findet. Und dieses fünfte Buch jetzt ist wie ein Abschluss. Hier geht es um das Thema Seelen geführt, also ein Leben zu führen, das vollkommen im Einklang ist mit der eigenen Seele, das sich ganz aus dem Seelensein heraus, aus dem Vertrauen, also früher sagt man Gottvertrauen, ja. Das persönliche, das individuelle ist Seelenvertrauen, der eigenen Seele zu vertrauen. Das ist eigentlich, hast du den Eindruck, dass wir hier schon sowas machen, dass wir im Grunde unserem Seelenplan folgen? Oder würdest du sagen, hier bei BewusstTV, da müssten Sie noch ein bisschen dran arbeiten? Oder ist das so, dass man etwas macht, wo man das Gefühl hat, man macht etwas Gutes, macht es jetzt nicht wegen des Geldes oder wegen des Erfolges oder weil man sein Gesicht gerne an der Kamera sieht, sondern weil man... Ist das, siehst du das so hier oder sagst du das? Also ich liebe es, dass Menschen mir Fragen stellen, die sie danach sofort selbst beantworten. So, ja, ich hätte das auch alleine machen können, aber ja, du bist jetzt gerade da. So. Es ist so, ich empfinde bei dir, dass du sehr klar, sehr straight auf deinem Weg bist. Deswegen habe ich damals auch den Wunsch gehabt, Joe Conrad bei unserem Salzburger Kongress unbedingt dabei. Du zählst für mich zu einem derjenigen, die letzten 20 Jahre kontinuierlich dieses neue Bewusstsein, das wir jetzt haben. Wir haben es definitiv. Auch wenn wir im Außen scheinbar noch nicht konkrete Veränderungen sehen, außer... Scheinbar, ganz genau, das Entscheidende. Die geistige Welt hat gesagt, bei uns hier auf der geistigen Welt, und die geistige Welt ist ja das Entscheidende, steht seit diesem 21.12.2012 kein Stein mehr auf dem anderen. Also auf der geistigen Seite ist alles vorbereitet, was sich jetzt sukzessive auf der Materie zeigen wird, wie in dem momentan etwas passiert, und das sollten wir sehen. Es wird momentan so viel Wahrheit in das System gepumpt und es kommen überall die Wahrheiten heraus, überall, ja, ja. In allen Bereichen. Und ich war jetzt ja in Ägypten mit einer größeren Ankanate-Gruppe, waren wir in Ägypten, haben dort sehr spezielle Dinge, wir haben die alte Pyramide, wir waren in der Pyramide, es ist heute nicht mehr möglich, in die Pyramide als Gruppe längere Zeit reinzugehen, die schleusen nicht rein, raus, wir hatten das große Glück, durch göttliche Fügung, dass wir einen Professor in Ägypten dabei hatten und wir waren eine Dreiviertelstunde als Gruppe drin. Wir konnten Meditation machen, wir konnten ein Live-Channeling dort drin machen, wir konnten eine Aktivierung machen. Das war phänomenal. Und das zeigt sich gerade, dass im Inneren ganz, ganz viel passiert und dieses Innere sich nach außen umsetzen wird und zeigt. Ich glaube, das ist schön gesagt und das ist, glaube ich, das die wichtige Botschaft, weil die Menschen erwarten eigentlich, dass sich im Außen jetzt oder haben auch am 21. Dezember erwartet, entweder Weltuntergang oder auf einmal ist alles super. Wir sind auf 5D und dann gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Aber so ist es natürlich nicht. Aber die Dinge verändern sich erst aus dem Geistigen und dann verändern sich die Dinge natürlich noch im Äußeren. Und wir erleben das im Moment überall. Du hast gesagt, die Dinge kommen ans Licht, negative Dinge scheinbar. Was alles unterdrückt war, also das, was Yeshua vor 2000 Jahren vorausgesagt hat, ich gebe dir euch die Wahrheit und sie macht euch frei. Das ist das, was gerade passiert. Es passiert gerade, dass dadurch, dass Informationen von außen permanent in dem System plötzlich erscheinen, nicht mehr unterdrückt werden können. Und jetzt kommt plötzlich das einzelne Wesen, das ist entscheidend, das einzelne Wesen kommt in die Wahrheit. Ja. Viele einzelne Wesen, die in die Wahrheit kommen, werden die kritische Masse bilden. Und sobald die kritische Masse im Wahrheitsbewusstsein ist, wird es kollektiv übergehen auf die ganze Welt. Und was ich als wunderschön, ich habe eine Vision sehen dürfen in Ägypten, musste ich etwa vorstellen,
vorstellen. Sie haben mir gesagt, dass diejenigen, die momentan natürlich diese Wahrheit unterdrückt haben, und dann haben sie mir gesehen, wie bei Kindern gibt es so diese Bausteine, wo die Klötze aufeinander bauen. Mhm. Und das sind riesengroße Gebäude gewesen, Klötze aufeinander, und diese Gebäude haben schon so geschwankt. Mhm. Und dann war da eine Hand, die einen weiteren Lügenbaustein hatte, weil du musst ja, um eine Lüge fortzusetzen, eine weitere Lüge draufpacken. Ja, ja. Und ich habe dann gesehen, die Hand wusste nicht mehr, wo soll sie diesen Baustein, diesen Lügenbaustein draufsetzen, weil das ganze Gebäude schon am Wackeln war. Es kann jederzeit der Stein sein, der das Ganze... Der letzte Stein sein. Ja. Da ist vielleicht doch noch, hier kann man noch einen draufpacken, aber es wird der Punkt kommen, wo es keinen Stein mehr gibt, der letzte Stein, der Lügenstein wird draufgesetzt, und dann wird das gesamte Kartenhaus zusammenbrechen, und dann wird plötzlich kollektiv die ganze Wahrheit gezeigt, und das wird dann nicht ganz einfach werden. Aber da sind wir drin in dem Prozess und fängt wirklich an, wir sehen es deutlich, ob das jetzt die Ukraine-Krise ist, dass die Zuschauer schon massenhaft an die Medien schreiben und sagen, Leute, hört auf, uns zu verarschen. Wir haben die Schnauze voll von diesen Lügen, die ihr über Putin erzählt, dass der die Krim überfallen hat oder was ja gar nicht stimmt. Ja. Ne? Oder dass da ein Diktator aus der Ukraine entfernt wurde. Es war eine demokratisch gewählte Regierung. Ja. Die Leute merken es, also vielleicht noch nicht die Massen, aber doch sehr, sehr viele. Ist für mich ein Zeichen, dass das passiert. Die Menschen kaufen die Propaganda der Medien nicht mehr ab. Ja. Und die müssen jetzt immer mehr sozusagen jetzt noch einen draufsetzen und sagen, die was weiß ich, die Montagsdemos, das sind alles Rechte und Verschwörungstheoretiker. Also, und dann denken die natürlich, Moment mal, wir demonstrieren für den Frieden und jetzt sollen wir die Extremen sein. Wir wollen doch nur Frieden. Das heißt... Das ist genau diese Steinchen, die jetzt noch draufgesetzt werden, da merkt eigentlich... Aber irgendwann geht die Munition aus, weil irgendwann mal in eine... Das vor 10, 15 Jahren war es leicht, bestimmte Menschen, weil es wenige waren, in eine Ecke zu schieben, rechts oder links, und dann war das erledigt. Das geht heute nicht mehr, weil es mittlerweile... Natürlich, diese Medien, Internet, haben natürlich einerseits die Manipulationsmöglichkeit, aber sie hat auch gleichzeitig die Informationsmöglichkeit. Das zeigt sich momentan, dass über diese ganzen Medien ganz viele Informationen verbreitet werden und plötzlich ganz viele sich informieren können. Und etwas ganz Wichtiges, da wir ja jetzt viele erreichen, weil das gerade mit der Krim und auch mit anderen Dingen und kam auch jetzt mit Thailand, dass dann plötzlich wieder mir Mails eingeschickt werden, ich habe wieder gehört, es kommt doch der dritte Weltkrieg, jetzt soll doch der Josef Irlhuber, den habe ich schon vor 20 Jahren gelesen, der hat auch immer den dritten Weltkrieg vorausgesagt. Also es kommen plötzlich wieder diese ganz alten Themen, um eben wieder auch die bewussten Menschen in die Angst zu versetzen. Ja. Und definitiv an dieser Stelle, ich habe es schon einmal gesagt, schon mehrfach vor 2012, ich sage es an dieser Stelle wieder, die geistige Welt hat mir klar und deutlich gesagt, wir sind so weit vorangeschritten, dass der Wandel harmonisch stattfindet. Es ist, die gesamte Welt wird so sehr geschützt von der geistigen Welt, dass sie alles unterbinden. Es wird zu keinem weiteren Konfrontation mehr kommen. Es wird alles, auch selbst wenn es manchmal so aussieht, es wird definitiv alles harmonisch verlaufen. Und wir sollten nur diesen Gedanken und dieses Gefühl uns tragen, dass alles so gut ist. Wir haben 20 Jahre gut Zeit, um in aller Ruhe sukzessive einen Menschen nach dem anderen in die Wahrheit zu bringen. Ja, und du hast die Prophezeiungen angesprochen, die immer wieder auftauchen, wo die sagen, ja, aber in der Prophezeiung steht genau, dass jetzt alle nach Frieden rufen und dann aber doch irgendwie der Russe kommt oder was weiß ich. Ja. Und ich krieg solche Sachen auch und dann sage ich, nein, ich habe nicht das Gefühl, das passiert nicht mehr. Die Zukunft steht ja nicht fest, wir sind ja die Erschaffer dessen, was jeder ist. Jeder, der irgendwann einmal als Seher etwas gesehen hat, auch Nostradamus, der sicher und auch Edgar Cayce, konnte damals zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Zeitkorridor nach vorne sehen, in eine mögliche potenzielle Zukunft. Und die war auch Die war damals möglich. Sehr, sehr wahrscheinlich, ganz genau, aber nur sehr wahrscheinlich. Ja. Aber alles, was durch den 21.12., der definitiv vollkommen harmonisch, und wir und viele andere haben ja ganz viel dazu beigetragen, dass es harmonisch geschehen ist, weil es harmonisch war, ist da die potenzielle Möglichkeiten der Zukunft vollkommen verändert worden und wird jetzt auf Harmonie hinauslaufen. Also für den einzelnen Zuschauer jetzt, wir sagen es in vielen Sendungen ja auch, nicht mehr so sehr Sorgen machen
um das, was in den Nachrichten jetzt uns immer vorgesetzt wird, weil das natürlich wieder auch die Absicht ist, dass wir in dieser negativen Welt sind, in diesen Konzepten, wo alles schlimmer wird und alles und Hilfe, das, ne, und die neue Weltordnung kommt. Es sieht ja auch alles danach aus, sondern dass wir uns davon lösen und sagen, okay, das ist nicht meine Welt. Und genau, wenn ich meine Welt ansehe, muss ich sagen, dass die wirklich sich positiv verändert hat. Ob ich jetzt morgens Brötchen holen gehe und die Leute strahlen. Also früher hat man gesagt, wenn man durch die Stadt geht, die Leute sind alle missmutig und guckt dir die verhärmten Gesichter an, alle mies drauf. Das ist nicht. Nein. Also zumindest in meiner Beobachtung, die Leute scherzen mit der Verkäuferin und ja, und wo ich hingehe oder beim Sportstudio, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, weil es einfach nicht der Ort ist, wo man erwartet, dass da die Menschen fröhlich sind. Ja. Aber es ist so. Ja. Es wird gescherzt und die Leute strahlen. Ja. Und hat natürlich immer auch mit der Resonanz zu tun, also mit einem selber, weil wir das um uns verbreiten. Das, was du jetzt sagst, ist die Wahrnehmung deiner Welt, weil du in deinem Inneren in dieser Welt schon lebst. Du wirst jetzt, du kannst mit anderen Menschen sprechen, die würden dir etwas ganz anderes sagen. Ja. Das ist das zentrale Thema. Die geistige Welt betont gerade, es wurde uns bestimmt über Jahrzehnte lang gesagt, dass das Wichtigste ist, achte auf deine Gedanken. All die damals, Dr. Joseph Murphy und viele andere, haben uns schon relativ früh in den 50er, 60ern vermittelt, das Denken ist das entscheidende Thema. Das Denken ist aber nicht das entscheidende Thema, sondern das Fühlen ist das entscheidende Thema. Nicht wie ich denke ist wichtig, sondern wie fühle ich mich. Und du hast es heute bestätigt und ich fühle mich genauso. Es ist momentan zum ersten Mal in meinem Leben möglich, im täglichen Leben Glück zu empfinden und Freude, unabhängig, was draußen passiert. Genau so. Das kenne ich so, dieses sich Sorgen machen, was du heute angesprochen hast, das kenne ich. Seit Jahrzehnten eigentlich das ganze Leben. Immer hat unser Leben so bestimmt. Ja. Ist plötzlich, wir haben plötzlich die Möglichkeit, aus diesen alten Strukturen, das sind tatsächlich alte Strukturen, herauszugehen und im Hier und Jetzt zu sein, in der Gegenwart, und uns einfach gut zu fühlen. Und das ist das Entscheidende. Wenn du dich gut fühlst, wenn ich mich gut fühle und ein paar Millionen, vor allem die kritische Masse, sich gut fühlen, ziehen wir Lebenserfahrungen an, die wir weiterhin uns noch besser, weil wir über unsere Felder, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur der ätherische Körper, sondern vor allem unser emotionaler, mentaler, spiritueller Körper, das sind Felder. Wenn wir ein gutes Gefühl haben, strahlen wir über diese Felder dieses Gutfühlen aus. Jetzt ziehen wir für uns, unabhängig in welcher Welt wir leben, selbst wenn sie disharmonisch wäre oder ungerecht, ziehen wir für uns harmonische Erfahrungen, die uns noch besser fühlen lassen. Und wenn eine kritische Masse von Menschen sich gut fühlt, dann zieht diese kritische Masse gut fühlende Lebenserfahrungen an. Und das wird, sobald dieser Punkt erreicht ist, der kritischen Masse überspringen. Und dann wird die gesamte Menschheit sich verändern. Und ich habe immer noch das Gefühl, das wird ganz schnell gehen. Es wird vielleicht im Vorfeld scheinbar lange dauern, nichts passieren. Aber es ist so ein galoppierender Prozess. Wird, und der dann plötzlich ganz schnell geht. Vielleicht sind es diese 3 Tage, 3 Nächte der Finsternis, von denen ja auch immer wieder mal gesprochen wird, in denen das dann vielleicht ganz schnell passiert. Ich habe auch den Eindruck, dass es eben wirklich so eine nicht eine lineare Entwicklung ist, sondern eine, die wirklich hyperbolisch ist und irgendwann wirklich so steil ansteigt, dass es alles verändert. Und du hast es gesagt, wir haben um uns ein Feld, das wir überall mit hinnehmen. Ja. Und es ist nicht so, dass wir irgendwo hingehen und sagen, oh, da sind die Leute schlecht drauf und dann fühlen wir uns auf einmal auch schlecht, sondern im Gegenteil, wir gehen dahin und wenn wir fröhlich sind, dann stecken wir die Menschen um uns herum Felder an. Die geistige Welt sagt, das höher schwingende Feld wird alle anderen Felder beeinflussen. Und unsere Felder schwingen, also unser Körper schwingen unterschiedlich. Der Schwingungsgrad hängt von was hängt er ab? Er hängt vom Bewusstseinszustand. Das heißt, wenn, je bewusster ein Mensch wird, je mehr er sich mit diesen Themen beschäftigt, je mehr er sie sogar integrieren kann, also dass es nicht nur ein Wissen ist, sondern dass daraus ein Bewusstseinszustand, sogar ein automatischer entsteht, steigt die Schwingung des eigenen Seins, der einzelnen Körper an. Damit verändert sich das Resonanzfeld, die Felder schwingen
nach draußen in einer anderen Schwingung. Und dann passiert es wirklich so, dass ein Mensch, der eine höhere Schwingung hat, dorthin geht, wo alle anderen weniger hoch schwingen und eben es nicht der Fall ist, wie das früher war. Ich gehe dorthin und werde runtergezogen. Nein, dieses eine höher schwingende Schwingungsfeld zieht alle anderen nach oben. Und das kann man beobachten, wie gesagt, du hast es erzählt und mir geht es genauso, dass ich in den letzten, das ist noch knapp nicht so lange her. Knapp halbes, dreiviertel Jahr. Ja, das ist also. Ich habe dich vor, wo wir uns das letzte Mal kennengelernt, getroffen haben, habe dich anders wahrgenommen, wie ich dich jetzt wahrnehme. Mhm. Und dasselbe, wie ich dich wahrnehme, nehme ich mich wahr. Ja. Das heißt, ich merke bei uns beiden, wir stehen ja immer auch mit dem Vordergrund und bekommen viele Informationen. Und dass da etwas ganz Gravierendes sich verändert hat in uns. Und ich bin sicher, das ist nicht nur in uns so, sondern ja. Ich nehme das ja auch draußen, ich bekomme auch viel, dass das draußen auch passiert. So ist es. Also jeder Zuschauer, der jetzt sich da unsicher fühlt, weil er denkt, naja, ich fühle mich manchmal so völlig grundlos auf einmal fröhlich und obwohl die Menschen um mich vielleicht, nimmt das auf und verhalte das bei, weil das ist der Weg. Und auch wir haben natürlich trotzdem Dinge, die sorgenvoll sind, ob das Geld reicht oder Finanzamt oder Behörden, Sachen kommen. Aber sie fallen eigentlich, für mich ist es so, ich gebe denen nicht mehr so diese Wertigkeit und ich mache mir nicht mehr den ganzen Tag Sorgen, oh, reicht das Geld nächsten Monat auch oder in 2 Monaten. Ich habe das losgelassen und ich sage, bisher hat das eigentlich immer irgendwie funktioniert. Ich vertraue da auch auf die Schöpfung und dass ich da auf dem richtigen Weg bin und dass ich dann da auch die Unterstützung bekomme. Habe ich dir heute ja gesagt, als du mich gefragt hast, im neuen Buch wird es ganz klar, diese Seelenführung bedeutet, sie sagen, du hast in deinem Bewusstseinszustand jetzt keine Möglichkeit mehr, richtig oder falsch zu erkennen. Es gibt nicht die Möglichkeit mehr, im Vorfeld zu erdenken, was in einem Jahr ist zum Beispiel, zu planen. Oder wenn ich das jetzt mache und dann denke ich mir aus, wird es dann gut werden oder mache ich es nicht, wird es dann. Sondern sie sagen, in deinem Bewusstseinszustand, also in dem kollektiven Bewusstseinszustand, gibt es nur noch die Entscheidung im Augenblick. Das heißt, wir werden auf unserem Seelenplan, die Seele hat ja an anderer Stelle gesagt, alles, was du in deinem Leben erfährst, und zwar alles, jede einzelne Erfahrung ist von mir, der Seele, bereits im Vorfeld ausgewählt worden, mit dem Prädikat sinnvoll versehen und ich führe dir nur noch Lebenserfahrungen zu, die sinnvoll sind. Dadurch gibt es keinen Fehler, nichts Sinnloses, du kannst gar keine falschen Entscheidungen fällen. Und vor kurzem an einem Abend wurde bei einem Channeling das erklärt an einem Beispiel, du hast eine Seelenführung, die funktioniert wie in deinem Auto, Dein Navigationsgerät, du hast ein Seelen-Navigationsgerät. Mhm. Und was machst du mit deinem Navigationsgerät am Auto? Du, bevor du losfährst, gibst du eine Zielfrequenz, einen Ort ein, wo du hin möchtest. Ja. Genau das wurde vor der Geburt gemacht. Allerdings wurde bei uns allen am 22.12.2012 diese Frequenz neu eingestellt. Und das Ziel heißt jetzt, auf das wir alle ausgerichtet sind, Friede, Freude, Freiheit. Und jetzt ist dieses Ziel eingestellt und es bleibt, solange du es nicht veränderst, du kannst es nicht mehr ändern. Aber auch wenn du Umwege fährst und dann sagt er, sie hätten rechts abbiegen müssen, aber dann sucht er eine neue Route zu dem Ziel. Ne? Wenn du scheinbar an der falschen Stelle abbiegst, vom Weg abkommst, spielt es überhaupt keine Rolle, weil in dem Moment deine Seelenführung sofort schaut, wie kommst du von dort mit den Erfahrungen dorthin. Gleichgültig, wo du abbiegst scheinbar, es gibt kein falsches Entscheiden oder Handeln mehr, sondern du bist automatisch auf der Seelenführung und sie wird dich auf das Ziel zuführen. Und wenn du einen Umweg fährst, es ist ja nicht falsch. Es kann auch sein, dass die Strecke viel schöner ist. Also ich habe teilweise ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe wunderschöne Dörfer gesehen. Oder es Leute war ruhiger, ich hatte Zeit, ganz genau. Tierkühe gesehen. Oder und habe vielleicht eine Fügung, einen Menschen kennengelernt, etwas, was sinnvoll war. Absolut, genau. Also ich glaube, das ist interessant, weil wir haben uns ja eigentlich nicht abgesprochen jetzt vor der Sendung, über was wir reden, sondern es zeigt sich, dass du die Sachen ähnlich erlebst wie ich, weil sie einfach jetzt stattfinden. Ja, und ich dann auch immer frage, bin ich jetzt irgendwie total bekloppt? Was passiert da? Vielleicht ist irgendwas
mit dir was nicht ganz stimmig ist? Ja, irgendwas im Wasser oder so, man weiß es gar nicht. Aber das zeigt sich, dass es stimmig ist und dass es anderen vielleicht auch so geht. Was würdest du jetzt Zuschauern empfehlen oder ist in deinem Buch etwas, was du Leuten sagen kannst, wenn ihr das noch nicht das Gefühl habt oder ihr vertraut dem Frieden noch nicht so ganz sozusagen? Was empfiehlst du da? Also da es nur noch einen einzigen Weg, da es sowieso bei uns allen darum geht, sich diesem inneren Wesen, wie es ja auch genannt wird, oder der Seele vollkommen zu öffnen. Und das geht nur über einen Weg. Ich kann mich der Seele nicht im Kopf öffnen, weil es geht nicht über den Kopfweg, weil der Kopfweg, sagt die geistige Welt, ist die Welt der 3D. Ja. Sie sagen auch, jetzt gerade kehrt die gesamte, also der verlorene Sohn, wie er genannt wird, ist ja symbolisch die Menschheit, ist Adam und Eva. Und sie sagen, die Menschheit, der verlorene Sohn, kehrt gerade wieder ins Paradies zurück, das niemals verlassen wurde. Also wir haben das Paradies definitiv gar nicht verlassen, sondern wir haben nur angefangen zu denken, wir hätten es verlassen. Ja. Das heißt, dadurch, dass in Mitte von Atlantis die Fähigkeit entstanden ist, zu denken. Wir konnten ja vorher in Lemurien und so nicht denken. Da gab es nur das Fühlen, nicht das Denken. Aber dadurch, dass uns das Denken, also die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, gegeben wurde, konnten wir aus dem Paradies uns herausdenken. Scheinbar. Und das ist jetzt, diese Fähigkeit tritt immer mehr in den Hintergrund. Das denkende Bewusstsein, die 3D, verliert mehr und mehr an Energie. Und die wahre Transformation ist in Wirklichkeit, die findet nicht dort draußen statt, sondern sie findet in jedem Menschen statt. In dir, in mir, in uns allen. Wie? Indem der bisher denkende Mensch wieder zurückkehrt ins Paradies, nämlich in die 5D, ins Fühlen. Das heißt, wenn ihr etwas tun wollt, dann wäre das Wichtigste, hört auf nachzudenken. Das haben sie auch deutlich gesagt. Nachdenken bedeutet, wir sind automatisch mit unserem Bewusstsein in der Vergangenheit. Denke ich in der Vergangenheit über irgendetwas nach, meistens ja über nicht die angenehmen, sondern oft auch vielleicht nicht angenehme Dinge. Ja. Mein Schöpfungsbewusstsein ist ja meine Gegenwart. Ja. Das heißt, wenn ich in der Vergangenheit mich aufhalte, ich aber in dem Moment ja im Schöpfungsbewusstsein Gegenwart wieder neu produziere, ziehe ich meine Vergangenheit wieder nach vorne. Und Erzengel Michael hat einmal gesagt, dein Jetzt-Denken erschafft dein Morgen-Erfahren. Also ist es ganz wichtig, dass wir unser Bewusstsein neu nutzen, eben nicht nachdenken, was meistens eingeleitet wird durch die Frage, warum? Allein schon die Frage, warum, bringt uns in die Vergangenheit, sondern wir unser Bewusstsein vollkommen neu ausrichten mit der Frage zum Beispiel, wozu? Denn wenn ich frage, wozu geschieht es, komme ich auf den Sinn. Mhm. Und Sie sagen, jetzt geht es darum, dass wir unser Bewusstsein anders nutzen, nämlich vorausdenken. Kreativ werden, uns unser Leben vorstellen, wie wir es gerne haben möchten, uns fragen, was wünsche ich mir denn, wie sollten meine Lebensumstände sein, was entspricht dem, was ich mir wünsche. Für mich gehört dazu auch, weil du sagst, auch das Fühlen, dass ich diese Augenblicke, wo ich mich manchmal so grundlos glücklich fühle, was ich gar nicht gewohnt bin, weil 50 oder mehr Jahre eigentlich immer anders das Gefühl gehabt. Ne? 40 waren es ungefähr. Na gut, danke. dass ich mir diese Augenblicke wirklich bewusst angucke und wahrnehme und fühle, wieso fühlt sich das jetzt so an? Und weißt du, warum sich das so anfühlt? Das, was du jetzt sagst, diese Glücksmomente, sind 5D. Wenn du das fühlst, bist du nicht mehr in der 3D, du gehst bereits in die 5D und du wirst feststellen, wie wir alle, das wird jetzt häufiger und häufiger, weil wir bereits ja uns in die 5D ist ja bereits da, sie ist geöffnet und jetzt liegt es an jedem Einzelnen von uns, je mehr wir unser 3D-Sein verlassen. Und das ist einfach nur das Denken, das sich Sorgen machen. Du hast es heute so wunderschön gesagt, ich kann das nur bestätigen bei unserem Mittagessen, dass du gesagt hast, eigentlich habe ich mir mein ganzes Leben Sorgen gemacht über Dinge, die vermutlich auch oft gar nicht passiert sind. Und das ist jetzt die große Chance. Wir können endlich in unserem Bewusstsein diese alten Strukturen verlassen, was teilweise wir in der Vergangenheit schon wussten, aber nicht einfach war. Wir haben es teilweise überhaupt nicht geschafft, aus den alten Gewohnheiten, mäßigen Strukturen
Strukturen rauszugehen. Jetzt wird es mit jedem weiteren Tag einfacher, weil die Geistig, die 5D kommt näher und näher und näher und wir können jetzt viel häufiger, viel schneller, viel leichter in die 5D gehen und plötzlich fühlen wir, dass in dem Moment jetzt alles da ist. Das alte, die alte Welt ist zum Beispiel ja noch so, dass man sich abends vor dem Fernseher sitzt, Nachrichten guckt und dann diese Welt versucht einen noch in diese 3D-Welt zu halten. Das sind immer sorgenvolle Nachrichten. Es ist immer irgendwie ganz schlimm, was irgendwo Terror, Anschlag, Krieg, Krankheiten oder auch die Filme, Horror, Mord, Totschlag, manchmal was Lustiges. Man kann es ja auch gucken, aber ich mache es eben ganz oft jetzt bewusst, obwohl ich eigentlich auch ein Gewohnheitsfernsehherr noch bin, auch gerne schöne Filme gucke. Ja. Gibt ja auch tolle Filme, gut gemachte Filme. Ja. Aber dass ich ganz bewusst eben abends nicht den Fernseher anmache, sondern manchmal einfach mich nur hinsetze und wahrnehme, was jetzt ist. Und dann kommt dieses, dann stelle ich fest, wow, es geht mir gut. Ja, ganz genau. Das heißt, diese Empfehlung auch wirklich das bewusst zu machen, sich die Zeit nehmen, weil viele Menschen sagen, ich habe gar keine Zeit dafür, ihr habt vielleicht da nichts zu tun bei BewusstTV, das ist nicht so, sondern dass man sich da bewusst entscheiden kann, nehme ich mir die Zeit jetzt und oder knall ich mir die Zeit, die ich habe, zu mit irgendwas und lenke mich dann noch von mir selber ab, indem ich irgendwelche Geräte dauernd anzapfe. Ja. Also auch eine Empfehlung, sich die Zeit zu nehmen, zu sein. Ja, das ist da ja genau das der Zustand ist, in dem wir jetzt hineingehen, in den Seinszustand, ist auch hier jetzt die Möglichkeit, und wir haben ja fast zeitgleich jetzt angefangen, zum Beispiel, dass wir beide wieder Sport machen, was eine enorme, also da ich merke wieder, sich zu bewegen, wie wichtig das ist. Ja. Das ergibt eine ganz andere Körperstruktur, auch das gibt eine ganz andere Gefühlsstruktur. Momentan wird es mehr und mehr, dass wir auf unsere Ernährung achten, seit ich jetzt weiß, wie wichtig zum Beispiel basische Ernährung ist, also wie wichtig es ist, dass ich mich basisch ernähre, dass mein Körpersystem, in dem Fall mein Urin, eben nicht sauer ist und auch ich nicht sauer bin. Das ist ja, die deutsche Sprache ist ja das ganz große Geschenk, weil sie zweideutig ist. Sondern allein, wenn wir anfangen, uns das bewusst zu machen, dass der Körper gleichzeitig Einfluss hat auf die Seele und das Geistige, umgekehrt natürlich auch. Aber unser Körper hat einen starken Einfluss. Und wenn ich anfange, bestimmte Dinge, dass ich also vielleicht regelmäßig Wasser zu mir nehme, viel Wasser zu mir nehme, Kräutertees zum Beispiel, die Ernährung mehr umstelle auf Obst, auf Gemüse und so, Salate, dann möglichst auch Produkte, die vielleicht nicht chemisch behandelt sind, sondern vielleicht selbst oder etwas mache. Also das sind alles Schritte, die scheinbar kleine Schritte sind, aber sie kommen im Großen zusammen und dann entsteht das, was du sagst. So geht es mir auch. Ich bin auch ein Mensch, der eher gerne, bestimmt auch, ich liebe so Diskussionen, wenn Menschen über irgendetwas diskutieren und dann zu beobachten, Körpersprache und herauszufiltrieren. Aber ich merke, dass das gerade immer mehr zurücktritt. Ich oft schon um 9:30, 10 müde bin und eben nicht wie früher die Müdigkeit überbrückt habe und dann irgendwann nicht mehr müde bis war. Bis 2 Uhr dann noch irgendwie im Forum gechattet hat oder sonst was, ne? Ja, und diskutiert. Oder dann noch was gemacht hat, E-Mails und so weiter. Also ich merke, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben aus ganz alten Strukturen herausgehen kann. Und wenn ich um 9:30, letztes war es glaube ich schon 8:30, müde bin, dann gehe ich einfach ins Bett und lege mich hin. Ja. Und schlafe dann wie ein Baby durch bis morgens früh. Und das sind alles Dinge, wo ich merke, wo scheinbar im Kleinen und doch im Großen sich Dinge verändern, die nie so waren. Ja. Ich plötzlich bestimme Dinge, ich kann keinen Kaffee mehr trinken, weil er mir überhaupt nicht mehr schmeckt. Also es passieren plötzlich einfach Dinge, wo aus meinem inneren Sein sich die Gewohnheiten verändern. Du hast den Sport angesprochen, wir haben auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, weil es einfach auch etwas ist, wo man im Hier und Jetzt sein kann. Ja. Weil wenn man dann denkt, während man da die Gewichte stemmt, oh, in der Ukraine ist irgendwie im Moment ganz kritisch, das funktioniert nicht. Ne? Obwohl ich weiß das eben auch, als ich jünger war, ich habe das auch schon mal erzählt, in der Schule war das Sport für mich nicht so mein Thema, da hatte ich immer gehofft, hoffentlich sprennt die Sporthalle ab oder irgendwie sowas, weil ich immer unsicher am Körper auch war.
war. Das heißt, ich hole da erstmal etwas nach, was früher an Programmen der Minderwertigkeit, dass man zu schwach, zu sonst was ist, zu doof und zu ungeschickt mit dem Körper. Nicht geliebt in dem Fall. Nicht geliebt. Mit einem Thema. Da hängt vieles dran. Ja. Da könnte man lange drüber reden, aber auch ein Hinweis, vielleicht auch jetzt mal diese Dinge, die man vielleicht in der Schule oder in der Kindheit irgendwann mal einprogrammiert bekommen hat, nochmal anzugehen. Das muss nicht Sport sein oder körperlich, aber jeder hat irgendwo seine Minderwertigkeit. Oder ob er mal an der Staffel gestanden hat und nicht das Maul aufgekriegt hat und alle haben gelacht. Man hätte sprechen sollen, ganz genau. Genau, und dass man vielleicht heute nochmal gucken kann, ach, ich kann doch heute viel besser reden, ich kann vielleicht auch mal vom Menschen reden. Ja. Also das sind nur so Beispiele, dass man alte Minderwertigkeitsdinge, die fast jeder hat, jeder musste sie mitbringen, um überhaupt ein Leben leben zu können. Ohne diese Programme aus der Kindheit würden wir ja gar nicht bestimmte Lebenserfahrungen anziehen. Also Sie haben ja sogar erklärt, wir haben vor der Geburt einen Seelenplan uns erstellt, der Laufzeit hatte 21.12.2012. Über diesen Seelenplan haben wir ganz wichtige Lebenserfahrungen, teilweise heftige, im Vorfeld bereits geplant und die mussten sich in diesem Leben erfahren lassen, damit wir aus der Erfahrung heraus zu dem Wesen werden, das wir jetzt sind. Aber mit dem 21.12.2012 sagen Sie, hat sich alles verändert, weil die alten Seelenpläne, so nennen Sie es ja, das wird in meinem vierten Buch sehr deutlich erklärt, diese neuen und die alten Seelenpläne, Erfüllungsaufträge. Das heißt, diese alten Seelenpläne sind kollektiv am 21.12. abgelaufen, 2012. Mhm. Da mussten wir teilweise heftigste Erfahrungen vorher erleben, die uns durch die Erfahrung hindurchgeführt haben. Ja. Jetzt, seit dem 21.12.2012, gibt es neue Seelenpläne, die so einfach strukturiert sind, dass dort nur wirklich Freude, Fülle und Freiheit integriert ist. Weil das ist jetzt das neue Programm für die Menschheit. Freude, Fülle und Freiheit. Und worum geht es jetzt? Zuerst darf ein kleiner Teil der Menschheit, nämlich die kritische Masse, in ihrem eigenen Leben in die Freude, in die Fülle, in die Freiheit gehen. Und wenn wir in unserem eigenen persönlichen Leben die Freude, die Fülle, die Freiheit leben, in allen Lebensbereichen, was dann die gelebte Selbstliebe ist, dann wird es, sobald die kritische Masse erreicht ist, ein Kollektivprogramm werden für die gesamte Menschheit. Der hundertste Affe sozusagen springt das Bewusstsein über auf alle. Auf alle anderen. Ja. Absolut. Das ist wirklich toll und wir könnten stundenlang drüber reden, aber du musst weiter zum nächsten Vortrag. Heute Abend haben wir, falls jemand kurzfristig ist, so schnell kommt es nicht rein. Aber heute Abend sind wir in Hamburg. Okay. Ja, deswegen müssen wir es leider ein bisschen abkürzen, aber es sind tolle Dinge drin und ich glaube, manchmal reicht auch einfach so ein kurzer Impuls für viele Menschen, wie wir das hier bei BewusstTV und du mit deinen Vorträgen auch machst, immer mal wieder dran zu erinnern, dass eben die Dinge sich verändern und nicht mehr alles so laufen muss weiter wie bisher und diese ganzen sorgenvollen Sachen. Man hat gehört, der hatte Steuerprüfung und der hatte der Hausdurchsuchung und der hatte das und dann denkt man, könnte mir auch passieren. Es wird aber auch gerade sehr stark im prominenten Bereich uns immer wieder vorgespiegelt. Ja. Aber weil du das gerade sagst, die Hauptbotschaft, die ich heute mit diesem Interview weitergeben möchte, ist, dass alle, die das jetzt gerade hören, es ist alles gut. Die Seele sagt, alles, was in deinem Leben geschieht, ist tief sinnvoll. Das bedeutet, dass wir alle jetzt endlich aufhören, permanent misstrauisch und sorgsam zu sein, sondern dass wir voller Vertrauen unserer Seelenführung vertrauen. Sie weiß genau, was zu tun ist. Sie weiß zu jeder Sekunde, was uns, für uns das Beste ist und führt es uns zu. Und sie sagt, alles, was du bis in deinem Leben erlebt hast, war tief sinnvoll, jede Erfahrung. Und jede weitere, die jetzt noch kommt, ist tief sinnvoll. Verdaue darauf, denn wenn du mir der Seele vertraust, kann ich dich führen. Würdest du mir nicht vertrauen oder zweifeln, ist die Seelenführung weniger. Und hohe Seelenführung bedeutet viel Vertrauen, viel Seelenführung. Und jetzt passiert etwas entscheidend. Wenn wir der Seele viel vertrauen, geben wir ihr damit wie die Erlaubnis für uns zu wirken. Und jetzt kann die Seele über die geistige Welt, die Erzengel zum Beispiel, Fügungen weben. Das heißt, dass wir plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, den richtigen Menschen treffen. Wir suchen eine Wohnung, zufällig treffen wir jemand, der sagt, du, ich kenne jemanden. Wir suchen eine neue Arbeitsstelle, wir treffen zufällig jemand oder lesen zufällig die Anzeige. Das heißt, was jetzt exorbitant
zunimmt, was ja in Celestine wunderbar beschrieben ist, 1992, dass wir durch Fügungen, durch scheinbare Zufälle, genau die Dinge in unser Leben geführt werden, die wir brauchen. Und das braucht aber das Vertrauen in die Seele. Wenn ich der Seele nicht vertraue, können diese Fügungen für uns nicht gewebt werden. Fange ich aber an, der Seele mehr und mehr zu vertrauen, unabhängig wie mein Leben aussieht, wenn ich auch keine Ahnung jetzt habe, wie soll das denn funktionieren, wie soll das gemacht werden, spielt überhaupt keine Rolle. Das einzige Entscheidende ist, ich habe den Mut zu sagen, aber ich wünsche mir das. Das ist das. Sie haben auch mir erklärt, dass alles, unser neuer Seelenplan, alles, was wir dazu brauchen, ist als Wunsch. Die Seele hat es als Herzenswunsch in uns hineingelegt. Wir brauchen uns nur, unser Herz zu fragen, ganz ehrlich, was wünsche ich mir denn von ganzem Herzen? Und wenn wir dann auf das uns ausrichten, dann ist das die zweite wichtige Botschaft. Die Herzenswünsche kennen keine Kompromisse. Das heißt, wenn du fühlst, ich brauche eigentlich ein Haus am Meer, 10 Zimmer, dann ist genau das, was du brauchst. Dann kannst du nicht aus scheinbaren Kostengründen nur erstmal die 3-Zimmer-Wohnung. Das wird nicht funktionieren, dann wird alles blockieren. Das heißt, jetzt brauchen wir auch den Mut, wirklich auf das Herz zu hören. Werdet wie die Kinder, heißt es ja. Heißt, ein Kind wünscht sich ganz einfach. Das fragt nicht nach dem Preis. Ich sehe das mit meinem Sohn, wenn ich einkaufen gehe. Der schaut nicht nach dem Preis, sondern schaut, was ihm gefällt. Und sagt, Papa, das möchte ich haben und Papa, das möchte ich auch noch haben. Und du schluckst natürlich erstmal, weil du auf den Preis guckst. Aber dann sagst du, ja, der will das jetzt haben. Und dann ermögliche ich das, weil es jetzt vielleicht gut ist. Ja, weil er weiß schon, was für ihn gut ist. Und das stimmt tatsächlich. Die Kinder wissen wirklich, was für sie gut ist. Das ist sehr interessant. Manchmal suchen sie etwas ganz Kleines und manchmal etwas Größeres und das passt immer. Das ist sehr interessant, das zu sehen. Und was jetzt wirklich wichtig ist, wenn wir in das Vertrauen in die Seele gehen, in das Göttliche in uns, dann werden wir so sehr geführt, dass sobald wir auf unser Herz hören und fragen, was wünsche ich mir denn jetzt gerade, strahlt dieses Vertrauen eine solch hohe Energie in die Felder aus, dass draußen ganz leicht Fügungen und die Dinge leicht zu uns kommen. Das wäre für mich, das war mein Ziel heute, euch das weiterzugeben. Vertraut, es ist alles gut, in jeder Sekunde sind wir geführt. Und wenn wir darauf vertrauen, wird es leichter und leichter und leichter. Und man kann es noch bestärken, indem man, wenn sowas, so eine Fügung passiert ist und man hat es bemerkt, dass man sich das dann wirklich dann nochmal sagt, ach, das war jetzt toll. Ich hatte mal erzählt, auch auf dem Bewusstkongress, glaube ich, eine Geschichte, wo ich eine Landstraße lang fahre, wo ich normalerweise 100 irgendwas fahre, weil das ist alles frei, 10 Kilometer geradeaus. Auf einmal gucke ich auf den Tacho und fahre 93. Ich denke, wieso fahre ich hier 93? Und dann läuft ein Reh über die Straße. Ne? Und dass man dann denkt, gut, kann jetzt Zufall sein, aber für mich ist es kein Zufall, sondern das, da wurde ich geführt. Etwas in dir wusste, dass das Reh jetzt kommt und hat automatisch dich abgelenkt. Ja. Und da bist du plötzlich langsamer gefahren. Genau, absolut. Aber dass ich mir das dann eben auch nochmal bewusst mache und sage, danke, das war eine wunderbare Fügung. Und dann kann die nächste auch kommen, weil die geistige Welt dann auch sagt, ja, der nimmt es ja wahr und er schätzt das. Ja. Und dann kann man gleich mal sehen, was als nächstes, wo noch gefügt werden kann. Ein Impuls, der wäre noch ganz, ganz wichtig. Diese Zeit müssen wir uns und vor allem, weil wir kommen rechtzeitig, das weiß ich. Ja. Aber wenn ich bei dir bin und ich weiß, damit können wir ganz viele Menschen erreichen. Und es geht jetzt nur um eine Sache, ganz viele zu erreichen. Je mehr es wissen und je mehr es leben, umso schneller erreichen wir die kritische Masse. Denn jeder Mensch, der das jetzt schon lebt, wird zum Vorbild. Und das ist wie ein Dominoeffekt. Wir werden durch das Vorbild sein, anderen das vorleben. Und es wird immer schneller gehen, weil die anderen sehen, dass das funktioniert und sie werden es nachmachen. Ja. Ich bin ja jetzt Jeshua, auf den Abenden sagt klar und eindeutig, das höchste Schöpfungsgesetz, er erinnert uns wieder an das höchste Schöpfungsgesetz. Es sind nicht unsere Gedanken, die diese Macht haben, erstmal sind es unsere Gefühle, aber noch viel wichtiger, es ist das machtvoll gesprochene Wort. Er betont es ganz deutlich, dass, so wie es auch in der Bibel ja steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott, das Göttliche, sprach in die Dunkelheit, es sei nun wieder Licht und es wurde Licht. Das bedeutet, selbst das Göttliche hat über das Wort geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern, dass unser höchstes Schöpfungsprinzip hier liegt, das ist das Halschakra oder das sogenannte Zentrum der Kraft. Ja. Und jeder kann etwas tun, und zwar jeden Tag, und sollte es, so wie wir körperlich trainieren, sollten wir geistig, seelisch trainieren, um diesen Bewusstseinszustand der Kraft, der Freude, der Fülle, der Freiheit permanent zu manifestieren. Anfangen morgen schon, wenn wir aufwachen, sofort
das auszusprechen, was wir uns wünschen. Alleine zu sagen, Kraft, 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 ich bin voller Kraft. Oder zu sagen, hier hinten ist Leben, 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 Leben. Oder zu sagen, ich bin voller Begeisterung. Oder in mir und in meinem Leben ist göttliche Ordnung, in meinen Beziehungen ist göttliche Ordnung, in meinem Körper ist göttliche Ordnung. Das heißt, solche Grundschöpfungswahrheiten lauten, das ist das Entscheidende, eben nicht das ausgesprochene Wort hat die mehrfache Schöpfungsfähigkeit als nur etwas Gedachtes. Mhm. Und wenn wir das alles jetzt tun, in allen vielen Büchern, das steht es ja über Bejahungen, mhm. wenn irgendjemand da draußen das Gefühl hat, momentan, ich komme in meinem Leben nicht weiter, dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Jeden Tag, mehrfach am Tag, wenn die Zeit da ist, Schöpfungswahrheiten aussprechen, das, was du dir wünschst, Freude, Fülle, Liebe, Freiheit, also eine Absichtserklärung, darauf konzentrieren, es laut auszusprechen, weil das wird dazu führen, dass sukzessive sich die eigenen Felder verändern, damit verändert sich die Ausstrahlung und damit die Erfahrung automatisch. Und Liebe ist die höchste Kraft. Ich habe, stell immer wieder fest, ich habe so eine große Liebe in mir, dass ich platzen möchte und aber dass ich auch feststelle in meinem Umfeld, dehnt sich das aus und kommt zurück und manchmal bin ich dann so dankbar für die Liebe, die da ist und so wird es beschleunigt und vervielfältigt und dehnt sich Joe, aus. Joe, als ich dieses erste Mal kennengelernt habe, habe ich dir gesagt, ich habe dich wahrgenommen und du bist für mich ein der Menschen, der enorm viel Liebe ausstrahlt, habe ich dir als erstes damals gesagt. Mhm. Und heute, dann siehst du die Veränderung, also ich weiß, wie ich mich verändert habe und ich sehe jetzt an dir, welche Veränderung stattgefunden hat, dass du ganz einfach und leicht dieses Prinzip jetzt sagen kannst, weil das tatsächlich die Wahrheit ist. Und jetzt wirkst du, wir wirken in dem Moment, wenn es uns bewusst ist, noch mehr, weil wir strahlen es über die Felder aus. Der innere Glaube macht es so stark, dass wir andere Felder dort draußen jetzt beeinflussen. Und deine Liebe, die schon immer da war, aber jetzt bewusst da ist, geht jetzt in die Felder der anderen Wesen und bringt sie in die Selbstliebe. Das ist phänomenal und das passiert gerade kollektiv auf der gesamten Welt. Wunderbares Schlusswort. Ich danke es dir, Michael, und ich wünsche den Zuschauern, dass sie das auch erleben und weitergeben und dieses Feld sich überall ausbreitet. Und ich glaube, das findet statt und automatisch. Wir werden noch spannende Sachen erleben. Oh ja, und wir werden uns noch mehr freuen und noch mehr freuen und noch mehr freuen. Ah, herrlich. Denn Freude ist jetzt das Ziel, das ist die Ziellinie. Ja. Genau. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und du kannst es viel schöner ausdrücken als ich manchmal, aber ich denke, wir haben uns da sehr gut ergänzt und wichtige Impulse gesetzt. Ja. Danke.